Oh, hier ist ja der! Alter! Das ist ja der Heimgärtner! Ja! Auf seinem Balkon, Christian, ja schön! Christian, Balkongarten-TV! Wow, wow, der hat ja sogar einen Hut an, Izzy! R-E-W-I-M-F-I-D-O! Kennst du diese Leute mit dem Standard-Skin, die immer so ein bisschen retarded wirken? Die sich so ganz langsam bewegen, immer so... so ja, wie er? Genau so. Wir schubsen ihn ins Wasser. Ja, komm rein mit dir, du Pisser, los. Ja, ja. Ja, komm, runter. Lass los. Komm. Oh, ich hab mich reingeschubst. Oh. Krass, das ist auch der Leafy. Ne? Klingt fast wie die Beefy. Ja. Anja ist auch hier. Anja the Pro. Anja! Anja. The Pro. Fuck, jetzt haben Anja, wir Alter, Anja, Alter. Pro dabei. Gamer. Woo! Anja! 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 Leafy will ins Grenn. Ja, komm. Riss ins Grenn, Leafy. Easy, Alter. Das ist so, diese Typen, die im Hintergrund von Fotos immer stehen, so, aha. Nupfen. Nupf. Nupfi. Aber auch Phoebe. Phoebe auch hier. Oh, gute Besserung. Yeah, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masterbeatles. Mit der Meister der Liebe, ich bin Sadie. Hallo. Hallo, was geht ab? Mein Name ist Sadie und willkommen zu einer neuen Folge Masterbeatles. So, wir bauen heute einen Hut. Ne, tun wir nämlich nicht. Easy, was bauen wir heute? Wir bauen unseren Lieblings-YouTuber. Unseren Lieblings-YouTuber. Wer ist dein persönlicher Lieblings-YouTuber? Christian von Balkon-TV. Wer ist das? Das ist der Christian von Balkon-TV. Wer ist der ist Christian? Balkongärtner und der hat einen eigenen Balkongarten. Echt jetzt? Es gibt wirklich so einen Kanal. Ja. Ist es witzig? Christian. Ja, oder voll. Ist es unterhaltsam auch? Es ist vor allen Dingen informativ, ne? Also er hat Peperonis, der hat Paprikas, die Basilikum ist dieses Jahr sehr, sehr gut geworden. Christian, schöne Grüße an dich. Ja, Christian, hier und nochmal. Ich bin total stolz auf deine Paprikas. Peperonis auch dieses Jahr richtig gut geworden. War anscheinend ein guter Balkongärtner-Sommer. Ja, ich weiß nicht, aber der macht's nur am Balkon. Alles auf dem Balkon, ja. Boah, das ist natürlich klasse. Ja. Ich hab auch Basilikum hier zu Hause. Mhm. Hab mich mal eine kurze Zeit an Schnittlauch probiert. Oh, der ist aber schon schwierig, Schnittlauch. Das ja, Schnittlauch, ganz schwierig. Und Petersilie auch eine Totalkatastrophe. Mhm. Was mir immer treu geblieben ist, ist aber die Minze. Minze und Basilikum ist sehr, sehr gut. Das klappt immer. Also ich baue auf jeden Fall auch gerade meinen Lieblings-YouTuber. Ich glaube, das kann man schon ganz gut erkennen. Wen baust du überhaupt, genau? Ich wollte Slime Desu bauen. Slime Desu? In der Badewanne. Badet der gerade? Ja, ja, in Slime. Ah. Das versuche ich gerade hier nachzubauen. Wie sind gerade deine Ansichten zur aktuellen Lage auf YouTube? Bist du zufrieden? Ich finde es richtig gut. Ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden. Momentan läuft es bei uns allen sehr, sehr gut auf YouTube. Ja. Dein Highlight dieses Jahr bis dato? Ich glaube einfach die Neuankunft von Miguel Pablo in der YouTube-Welt. Findest du das gut? Also würdest feier du schon, ich voll. Ja? Würdest du schon sagen, ich dass... Hab, ja? Ja? Was würde ich sagen? Also Miguel halt schon eine Wahnsinnsnummer ist auch... Voll! Du hast doch ein Faktenvideo über Miguel Pablo gemacht, ne? Ja, ja, kann man sich ja nochmal angucken, Leute. Wer Fan ist, der sollte sich das auf jeden Fall... Sollte das was waren verpassen. Das so für Fakten? Dass Miguel Pablo die Glühbirne erfunden hat, zum Beispiel, das wissen viele Leute nicht. dass Miguel Pablos Eltern Giotto und Kinder Pingui heißen. Das ist noch so ein Fakt gewesen, den fand ich persönlich einfach wichtig, ne? Das sieht perfekt aus, Easy. Ich bin sehr zufrieden. Kann ja das sein. Ich bin auch total, meine das wirklich, ich war wirklich wieder kreativ ja. as fuck. Mhm. Ich glaube, das Thema Hut haben wir damit auch ganz gut getroffen, ne? Man kann das hier sehen. Ich hab's tatsächlich sogar, ja. Man kann das hier sehen, das ist ein... Was ist denn das? Hallo? Ein Hausmensch. Ja. ein Hausmensch. It's okay, gebe ich da einfach mal, ja. Ist jetzt also ziemlich dunkel, ne? Oh, da ist er, ja. Ja, ziemlich dunkel. It's Ventox. Bin so schlecht, ja. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich It's Ventox heißen würde, würde ich auch eher Survival Games spielen, ne? Da kommt auf jeden Fall ein Hase drunter her. Da kommt nicht nur ein Hase drunter her, da kommt doch mal ein Good für da. Ich glaube aber, da kommt auch vielleicht... Da kommt ein Good für da. Da kommt ein Good für da, Easy, da musst du einfach mal... Achtung, ja? An Seite, da kommt ein Good für da. Vorsichtig, Achtung, Platz. Weg da kommt ein Good für da. Transport. Oh, hier ist ja der. Alter. Das ist ja der Heimgärtner. Ja, auf seinem Balkon, Christian, ja schön. Christian, Balkongarten-TV. Wow, wow, der hat ja sogar einen Hut an, Izzy. Ja, ich weiß, der hat auch einen Hut an. Ist zwar ein Pixel-Art, aber ist trotzdem gut. Also, ist das dein Lieblings-YouTuber? Ja, ich habe leider, der hat eigentlich zwei Arme. Ja, das ja gut, das ist, dachte ich mir. Was haben wir hier? Ist das Hitler? Ich weiß es nicht. Was steht da? Sami, ja, My Eyes Are Bleeding. Das, da kommt ein My Eyes Are Bleeding später. Ich weiß nicht. Ach so, Say My, dann wollte er Name, glaube ich, schreiben. Name. Ach so, Walter White sollte das sein. Ja, ne, weil jetzt, also tut mir leid, das hat einfach bis viel zu lange gedauert. Oh. Oh, ganz schöner Glubschi, aber kein Hut das auf, ist, ne, das ist, glaube ich, Cheng. Das ist Cheng. Der hat auch jemand ja, sein Lieblings-YouTuber. Ja, mit Stirnband. Gemacht. Ja, Cheng mit Stirnband, da gebe ich mal ein Gut für. Das ist super. Thema perfekt getroffen. Cheng aber auf Ecstasy ein bisschen. Ja, ja, das ist ja so wie Cheng halt ist, so wie wir ihn kennen, ne? Oder? Ja, also, weiß nicht. Weiß nicht, ist es noch so ein Problem bei ihm? Keine Ahnung. Oh, guck mal hier, Slime Desu in der Badewanne, gängig, ja. Alter. Siehst du das? Guck. Was ist das? Slime Desu in der Badewanne.
Was? Ach, das kommt Schleimi, oder ja, was? Ja, klar, das ist Schleim, Alter, in der Badewanne, Junge, siehst du das? Alter, der hat doch verrückte Augen, geil. Ne? Ja, ja, Simon ist ein bisschen durchgeredet, der Schleim, der hat ihn inhaliert, Alter. Das nicht Mull so ist ganz schön weit unten, das aber Mull. Nice. Ja, Simon, das ist Mull weit auf. Oh. Das ist aber Wahnsinn. Guck mal, diese Crack-Zähne bei dem Hasen. Ja, Maisa Wieding, da hat auf jeden Fall jemand richtig reingekackt. Tschernobyl-Hase, ey. Das ist auf jeden Fall echt hässlich. Ich glaube, wenn du so einen Hasen hast zu Hause, Bananenkrieg, da kann man sich auch einfach mal umbringen, ne? Ja, auf jeden Fall. Guck mal hier, das ist auch ein schöner Hut, oder? Das ist sogar schlechter als meins, ey. Siehst du das? Das ist die untere Hutseite, die obere. Und das sind diese neuen aus Hollywood, die Hüte, die nur halb, und die fliegen auch. Ich glaube, der hat einfach auch am Thema vorbei und wollte seinen Lieblingskuchen bauen. Sein Lieblingskuchen? Kuchen TV jetzt, oder wie? Zum Beispiel. Ja. Vielleicht war das ein Lieblings-YouTuber, den er Anja, versucht hat zu bauen. Anja, Alter. Anja, was hast du da gemacht? So, bin ich mal gespannt, wer hier gewonnen hat, meine Freunde. Wie sieht's aus? Achtung, es wird spannend. Und natürlich hat... Leafy, was? Naja, er hat halt wahrscheinlich einen Hut gebaut, ne? Ja, nee, da kann man einfach mal Hurensohn in den Chat schreiben. Wichser. Ja, nee, das muss man ja einfach mal... Arsch. Ja, super, Leute. Hätten wir das auch geklärt. Das war's von dieser wunderschönen Folge Masterbilder. Schaut auf jeden Fall beim Bernd vorbei und beim Izzy. Habe ich das N-Wort eigentlich diese Folge gesagt? Nee. Nee, hast du nicht. Das haben wir auch rausgeschnitten dann. Du meinst nein. Ah. Das hören die Leute nicht gerne. Leute, das war's mit dieser Folge. Macht's gut. Lasst einen Daumen hoch da oder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!